Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Mini-Shop My Stash. Bevor wir uns den Produkten für diese Woche widmen, möchte ich mit euch eine Entdeckung teilen, die mir während der Filmung meines XXL-Hauls aufgefallen ist. Und dadurch, dass halt nicht alle diesen Haul gesehen haben, möchte ich es euch in diesem Video schon vorab mal zeigen. Und zwar geht es einmal um diesen Highlighter aus der Limited Edition von River Loves Me, die Mary Crystals Limited Edition. Und das ist, wie gesagt, der passende Highlighter. Und was mir aufgefallen ist, während ich mir diese Palette von Reval de Loup angesehen habe, die gibt es ja in der Theke, also ihr könnt sie euch so kaufen. Was mir aufgefallen ist, als ich diesen Ton hier in der Ecke geswatcht habe, jetzt schaut euch mal das hier mal genauer an. Diese beiden Töne ist haargenau das gleiche Produkt, nur einmal in groß und einmal in klein. Also, wenn ihr diese Palette schon habt, dann würde ich sagen, dieses Produkt ist für euch eigentlich sinnlos, weil ihr habt das Teil ja schon. Also, notfalls könnt ihr quasi diesen Lidschatten auch als Highlighter benutzen. Ich persönlich finde ihn sehr, sehr glitzerig. Es ist schon ein echter Party-Highlighter, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde mich jetzt nicht trauen, den jeden Tag zu benutzen, weil der knallt schon ganz schön, ne? Also werde ich ihn wahrscheinlich auch wirklich nur während den Feiertagen benutzen und dann mal gucken, ne? Ja, das war nur mal kurz so vorab als kleine Info, falls ihr plant, euch das hier nochmal zuzulegen. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Diese Produkte, die ich hier rausgesucht habe, werden auch in der nächsten Woche in Verwendung sein, einfach weil ich diese Woche Urlaub habe, mich also nicht ganz so oft schminken werde und weil ich Ende der Woche auch verreise und daher nur eine ganz bestimmte Auswahl an Produkten mitnehme. Und dazu gehören die hier nun mal nicht. Ich werde mich ganz klein halten, weil ich einfach nicht lange wegfahre und einfach auch nicht viel Platz im Koffer habe. Und von daher werdet ihr nächste Woche anstelle meines üblichen Minishop My Stash am Mittwoch ein anderes Video sehen. Ja, für diese beiden Wochen habe ich mir Folgendes rausgesucht. Wie immer starte ich mit der Base und da habe ich mir nur eine einzige Foundation rausgesucht. Das ist die Perfect Match von L'Oreal. Das ist die Farbe. Gott, ist das eingesaut hier. 1R, 1C. Die passt so semi-gut von der Farbe her. Ich möchte die aufbrauchen, deswegen habe ich sie in meinem Project Pen mit drin. Falls ihr meine Project Pens nicht schaut, es geht einfach hauptsächlich darum, bestimmte Produkte ganz gezielt aufzubrauchen und den Fortschritt einfach nochmal nachzuverfolgen. Und daher habe ich mir hier eine Markierung gemacht, wo das Produkt aktuell ist und möchte das dann so oft wie möglich verwenden, einfach um es endlich aus meiner Kollektion rauszuhaben. Ja, weil diese Foundation, die überzeugt mich einfach nicht ganz so, weil sie auch hier auf der trockeneren Seite ist. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht diese trockenen Texturen mag auf dem Gesicht. Ich merke das auch total, wenn genauso ein Produkt auf meiner Haut ist. Es fängt an, irgendwie so ein bisschen zu spannen. Das ist für mich eher so ein bisschen unangenehm. Ich mag also mehr so diese leichten Texturen. Und dazu gehört das halt nicht, weil das eher eine Foundation ist, die halt überwiegend abdecken soll. Und manchmal sieht sie halt sehr maskenhaft aus, sage ich jetzt mal. Genau. Aber damit dieses Produkt auch so ein bisschen Verwendung hat, nicht in Vergessenheit gerät, möchte ich es hauptsächlich in diesen 2 Wochen dann in Benutzung sehen.
Und als Primer habe ich mir zwei rausgesucht und beide sind von Bell. Wir haben hier einmal den Pore Correcting Primer und den Moisturizing Primer. Diese beiden sind eher auf der etwas mußigeren, leichten und zarteren Textur. Von daher eignen die sich gut, um unter diese Foundation zu kommen, einfach weil das das Ganze nochmal so ein bisschen ausebnet. Ich muss sagen, dieser Primer gefällt mir momentan echt gut. Es verbindet sich mit vielen Foundations, die ich nutze und hat so einen ebenmäßigeren Effekt. Von dem hier, ich weiß es noch nicht genau, was ich von diesem Primer halten soll. Ich muss mal schauen. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, ein Foundation-Tagebuch zu führen, ein Make-up-Tagebuch zu führen, um zu gucken, was verträgt sich mit was und was sorgt dafür, dass meine Foundation irgendwie cakey aussieht. Weil ich habe jetzt schon viele Sachen ausgetestet, mehrmals, in verschiedenen Kombinationen, mit verschiedenen Primern, bla bla blub. Problem dabei ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt mal so einen Tag, ich benutze die beiden. Und mit meinem Setting-Puder von M. Asam, was halt meine Standard, Nutzung ist am Morgen, dann sieht es in einem Tag echt gut aus. Und am nächsten Tag benutze ich haargenau das gleiche und sieht scheiße aus. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann also nicht wirklich nachvollziehen, woran es liegt, dass meine Base scheiße aussieht. Ich komm einfach nicht dahinter. Deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, so ein Make-up-Tagebuch zu führen und ich halte einfach alles fest, was mir auffällt, um vielleicht endlich mal zu einer Erkenntnis zu kommen, woran das jetzt liegt, dass ich so Probleme habe und wo das Übel zu finden ist. Genau. Mein Setting-Puder von Magic Finish, das ist nach wie vor mein Lieblings-Setting-Puder. Es ist so fein und ich mag es, dass es nicht weiß ist, sondern dass es schon so leicht roséfarben ist. Dadurch wird meine Foundation nicht unnötig aufgehellt. Das habe ich momentan bei diesem Catrice Setting-Puder. Es hält einfach meine Foundation zu sehr auf. Und meine Foundation ist momentan für meine Gesichtsfarbe am passendsten. Ich bin nicht mehr so gebräunt wie nach dem Urlaub. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass es zu stark meine Foundation auffällt. Und das brauche ich momentan nicht. Ich sehe dann wirklich so aus wie so eine Leiche und muss halt deutlich mehr Bronzer benutzen, als ich es normalerweise tun würde. Deswegen habe ich mich gegen das Setting-Puder von Catrice entschieden und möchte jetzt überwiegend nur das hier benutzen. So, das war jetzt eine sehr, sehr lange Einleitung. Das tut mir jetzt leid. Ihr werdet hier ganz viele Produkte sehen, die aus meinem Wintershop-Meisterhash stammen. Das Video zu meinem Wintershop-Meisterhash, das bekommt ihr am Sonntag zu sehen. Und da habe ich mir ganz, ganz viele schöne Dinge rausgesucht und auf die Benutzung von denen, da freue ich mich schon wirklich drauf. Ich starte ja hier in der Woche schon damit, aber ich habe mir auch vorgenommen, Project Pen Produkte mit reinzuholen. Dazu zählt auch diese Face Palette hier von Art Deco, das ist die Bronze Palette. Da habe ich mir ja vorgenommen, diesen Bronzer aufzubrauen oder öfters zu benutzen und wenn möglich aufzubrauchen, wenn ich es schaffen sollte. Ich weiß, es wird ein bisschen länger dauern, aber gerade so in dieser Jahreszeit ist es auf jeden Fall gut, weil der Ton recht hell ist und dann wird das nicht zu dunkel ausfallen. Eine weitere Palette ist diese hier, die Highlight and Blush Kit Palette von Belle. Und diese Palette habe ich jetzt noch nicht ganz so oft benutzt. Wir haben hier drei verschiedene Highlighter und einen Blush. Dadurch, dass mein Wintershop Meister jetzt mehr so in diese rosa Richtung geht,
Da eignen sich diese Töne auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, was ich von denen hier halten soll, weil die sind schon recht dunkel. Mal gucken, ob ich sie benutzen kann. Und ja, ich muss das Ganze halt so ein bisschen testen. Weiter geht's mit einer Palette, die ebenfalls in meinem Project Pen ist. Und das ist diese hier, die Alverde Contour und Highlighter Palette. Ihr findet sie in der Theke. Und da habe ich mich jetzt für diesen Blush hier entschieden. Ich habe keinen weiteren Blush mit reingenommen. Ich könnte zwar den hier nutzen, aber das werde ich nicht tun, weil mein Hauptaugenmerk auf diesem hier liegt und den möchte ich jetzt gezielt einfach mal aufbrauchen. Einfach weil es mit dem Produkt nicht wirklich vorankommt. Ich entscheide mich immer für irgendeinen anderen Blush außer dem hier und jetzt wird es mal Zeit, dass ich den mal in Gebrauch habe. Und mein Ziel ist es, wie gesagt, den komplett aufzubrauchen. Wenn es mir gelingen sollte, würde ich mich, glaube ich, direkt an den hier halten, weil der wird der Nachfolger von diesem Blush sein. Und dann hoffen wir, dass wir diese Palette jetzt endlich irgendwann mal durchhaben werden. Ja, kommen wir direkt einmal zu Lidschatten. Das wird auch noch mal so ein bisschen interessant, weil ich nehme eine Palette rein und zwar ist das diese hier von MAC. Ihr habt sie wahrscheinlich schon in meinem XXL Haul gesehen und da habe ich sie schon gezeigt. Ich habe sie hauptsächlich wegen des schönen Packagings gekauft. Ja, es tut mir leid. aber ich möchte natürlich auch die Lidschatten testen. Ich möchte die Lidschatten benutzen. Ich werde mich hauptsächlich in dieser Richtung hier halten. Also diese beiden werde ich nicht in Gebrauch haben, weil die mir einfach viel zu dunkel sind. Meine Augen sind recht klein und wenn ich dann anfange hier mit so dunklen Tönen, dann werden sie halt noch kleiner und das möchte ich vermeiden. Ich habe mich entschieden, mich auf diesen Ton hier zu konzentrieren und dazu möchte ich diese Palette hier nutzen. Ich habe nämlich einen Look auf Instagram gesehen. Das war eigentlich mehr so ein Clown-Look, also ein Clown-Make-up. Aber ich fand das Augen-Make-up total schön und ich wollte es einfach irgendwie nachmachen, weil es mir so gut gefallen hat. Und dazu möchte ich quasi diesen Lidschatten und diesen Lidschatten aus dieser Palette Inspired by Universe von Trended Up halten. Diese Palette finde ich super, super schön. Also die Pigmentierung ist 1A. Da bin ich so ein bisschen schade, dass die andere Palette von dieser Reihe hier nicht ganz so gut performt. Das hier ist top. Also mir stehen auch Fliedertöne richtig, richtig gut. Ich mag das, das schmeichelt mir sehr. Und ich mag einfach immer das Augen-Make-up, was dabei entsteht. Eine weitere Palette, die neu ist und die noch gar nicht in Benutzung war, zusammen mit dieser MAC-Palette, ist diese hier von Magic Finish Glamorous Nude Eyeshadow Palette. Und ich bin gespannt auf die Textur von dieser Palette. Ich habe diesen Ton schon als Inner Corner Highlight benutzt. Problem dabei ist, man sieht natürlich nicht wirklich, weil das halt so ein ganz kleiner Fleck ist, den man schminkt. Man sieht nicht, wie die performen. Man sieht nicht, wie lange die halten, wie die großflächig aussehen. Und das werde ich halt erst in dieser Woche oder auch in der nächsten Woche so nach und nach erfahren. Und dann werden wir sehen, ob sich diese 20 Euro, die man für diese Palette hinblättert, sich auch lohnen. Denn ja, eigentlich bin ich mit den Texturen von M. Asam schon recht zufrieden. Ich mag das Setting-Puder von denen, ich mag die Blush von denen. Also die können das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit Wimperntuschen und da habe ich mir auch zwei neue Wimperntuschen mit ins Boot geholt. Einmal die Trended Up Nummer 1 Mascara und Express Volume. Und zwar ist es eine blaue Mascara. Meine von Art Deco, die ist
leider ausgetrocknet und die kann ich halt nicht weiter benutzen. Und dann habe ich diese hier gesehen. Ich habe zwar eine andere von Make-up Factory, die ich natürlich auch benutze, aber mir gefällt da das Bürstchen nicht ganz so. Deswegen war ich auf jeden Fall sehr, sehr froh, als ich diese Bürste hier gesehen habe. Und auch die Mascara an sich, die ähnelt vom Ton her tatsächlich der von Art Deco. Ich war mit der echt zufrieden und war ein bisschen traurig, dass ich die dann halt nicht mehr benutzen konnte. Deswegen bin ich mal gespannt, wie die hier dann letztendlich aussieht und ob sie mir genauso gut gefallen wird, weil preis-leistungstechnisch ist das schon ein großer Unterschied zu einer von Trended Up und zu einer von Art Deco. Ja. So, ein Experiment wird dieses hier sein, und zwar ist das eine von Maybelline. Eine meiner Lieblingsmascaren ist einmal diese Kolossal Mascara von Maybelline. Das ist einmal diese ganz normale in der gelben Verpackung. Und von der war ich vom Ergebnis her, vom Volumen her wirklich, wirklich zufrieden. Problem dabei war, die hat ziemlich stark gekrümelt. Das mochte ich überhaupt nicht. Aber mir fehlt die so, weil ich bisher noch keine Mascara gefunden habe, die daran kommt vom Ergebnis her. Und deswegen möchte ich mich so ein bisschen durch deren Kolossal-Wimperntuschen durchprobieren und habe mich auch einmal für diese entschieden. Das ist eine Faserbürste. Das mag ich ganz gerne. Ich mag nicht diese Gummibürsten. Und da werden wir uns mal durch diese hier testen, diese Big Shot. Und mal gucken. Ich bin gespannt, ob sich das gelohnt hat, die anzuschauen. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie oder der vorletzten. Und das sind natürlich die Lippen. Da habe ich mir insgesamt vier Lippenprodukte rausgesucht. Ich könnte bei einem etwas zarten Make-up bleiben, einem Rosé-Make-up bleiben. Dazu könnte ich quasi auch diese Palette benutzen. Und dann hätte ich quasi einen Lippenstift hier von Essence Caring Shine. Und das ist die Farbe My Dream. Also ein recht unauffälliger, zarter Ton. Und dann hätte ich die Möglichkeit, in die Mauve-Richtung zu gehen mit diesem Lippenstift hier von Terra Naturi und das ist die Farbe 04, also ein etwas kühlerer Ton. Den habe ich noch gar nicht benutzt, tatsächlich. Also ich kann euch gar nicht sagen, wie gut der ist. Dann einmal von diesen Infallible, diese matten. Oh Gott, ich habe immer Angst, dass die. Ja. Wir haben hier einen recht knalligen Kirschton. Sehr, sehr auffällig. Da habe ich immer so ein bisschen Respekt, die zu benutzen, weil Rot ist immer so, es ist so direkt im Gesicht. Wisst ihr, was ich meine? Also es lenkt direkt die Aufmerksamkeit auf die Lippen. Und wenn da irgendwas nicht so sitzt, wie es sitzen soll, dann hat man natürlich den Salat, ne? Ja, das ist die Farbe 245 French Kiss und ich habe den schon mal getragen, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es ist natürlich schwierig, wenn man viel redet, viel spricht, dann setzt sich das immer so komisch ab, das mag ich nicht so. Manchmal dann ist diese Textur ein bisschen klebrig. Es hält sich im Rahmen, also ich muss halt immer aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme, weil dann habe ich den Effekt natürlich umso stärker. Aber grundsätzlich bin ich mit der Textur recht zufrieden. Nur gerade wenn man halt so ölige Sachen isst, fettige Sachen isst, dann hält das natürlich nicht. Das ist dann ruckzuck weg. Dann habe ich hier einmal meinen Lieblingslippenstift von Art Deco, den Coral. Auch hier einen roten, aber der ist recht
dezent, sage ich jetzt mal, weil es mehr so wie so ein Lip Balm ist, also so ein etwas stärker pigmentierter Lip Balm. Den könnte ich zum Beispiel mit dieser Palette hier kombinieren. Ich könnte aber auch einen schönen Glamour Look mit dieser Palette hier machen. Also ich habe mehrere Möglichkeiten mit dieser Auswahl hier. Und ich denke, das werden richtig schöne Looks. Ich muss nur gucken, dass meine Base tatsächlich auch mitmacht. Weil das immer so, es gibt oft Tage, wo ich mich im Spiegel angucke und es mir einfach nicht gefällt. Einfach wie meine Foundation sitzt und wie sie sich abträgt. Ich weiß, dass Foundations sich abtragen, aber es trägt sich nicht schön ab. Es trägt sich einfach nur recht cakey ab und gerade so um den Mund herum. Ich versuche ja auch immer wenig Foundation, so wenig wie möglich zu benutzen, aber es sieht meistens immer so, es sieht schrecklich aus. Ja. So, kommen wir zum letzten Artikel und das ist einmal dieses Parfüm hier von Montblanc. Wir haben hier die Variante Signature. Ich meine, es gibt noch anderes, so ein gelbes, keine Ahnung. Ich blende euch hier die Zusammenstellung von diesem Duft ein. Wir gehen ja jetzt so langsam in die Dezemberwochen und in die kuscheligere Jahreszeit, sag ich jetzt mal. Und es wird ja stetig kühler. Und deswegen habe ich mir diesen recht warmen, süßen Ton rausgesucht. Und ja, es riecht halt wie. Es erinnert mich immer so an Marshmallows, an pappige Bonbons. Man darf von dem auch nicht zu viel verwenden, weil es ist schon etwas schwerer und extremer vom Duft her. Aber ich mag ihn. Ich finde ihn sehr interessant. Und ich bin ja immer so ein bisschen auf der Suche nach interessanten Düften. Genau, also wird dieses Parfüm endlich mal in den Vordergrund treten, weil ich dieses Parfüm auch gar nicht so wirklich in Gebrauch hatte bisher. Ja, das ist meine Auswahl für die nächsten 2 Wochen. Ich hoffe, ich werde mich nicht irgendwie langweilen. Notfalls werde ich mal gucken. Vielleicht mache ich trotzdem noch eine andere Zusammenstellung hier, vielleicht ändere ich mal hier, mal da etwas ab, um ja, wie gesagt, ein bisschen Auswahl mit reinzubringen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Vielleicht reicht mir das aber auch und ich kann es trotzdem noch nach 2 Wochen noch sehen. Mal schauen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und wir sehen uns, ja. Beim nächsten Video. Ich hoffe, ganz bald und ich wünsche euch eine schöne Adventszeit. Genau, wir kommen jetzt schon in die Adventszeit. Bleibt gesund, macht es gut. Tschüss.